Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ich mag das Erntedankfest. Ich mag die liebevoll geschmückte Kirche, die uns so handgreiflich vor Augen führt, dass Gott uns beschenkt. Die uns an eine ganz wichtige Tatsache erinnert, nämlich, dass man Geld nicht essen kann. Ohne die Früchte des Feldes und des Gartens müssten wir verhungern. Und wenn es hart auf hart kommt, ist ein Brot mehr wert als ein Goldbarren. Die Landwirtschaft, die Natur ist und bleibt die Grundlage unseres Lebens. Darum halte ich das ja auch für eine relativ gute Idee, sich für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen. Also ich meine, man kann ja von Greta Thunberg halten, was man will, aber eins muss man doch sagen, sie verleiht diesem Gedanken ein Gesicht. Der Spruch ist relativ alt. Uns gehört die Erde nicht, sondern wir haben sie nur von unseren Kindern geliehen. Aber durch sie, durch diesen Teenager, der sich da hinstellt und den Mund aufmacht und von den derzeit Regierenden das Recht einfordert, auch noch in 50 Jahren in einer einigermaßen intakten Umwelt leben zu dürfen, dadurch bekommt das Ganze ein Gesicht. Ich finde es schon bemerkenswert, dass in so kurzer Zeit eine weltweite Bewegung zustande gekommen ist, die sich hinter dieses Anliegen stellt. Also ob das jetzt wirklich was nützt, das muss ich noch zeigen. Ich fürchte eher nicht. Also wenn ich so im Internet verfolge, welche Häme über dieses junge Mädchen ausgegossen wird und wie viele Menschen lieber bereit sind, an irgendwelche Verschwörungstheorien zu glauben, als an die Aussagen der Wissenschaft, dann habe ich so meine Zweifel. Sogar der amerikanische Präsident behauptet, der von Menschen verursachte Klimawandel, das ist nur ein Märchen, das von den Chinesen erfunden wurde, um die amerikanische Wirtschaft zu zerstören. Also leitet er daraus das Recht ab, dass die Nation, die am zweitmeisten CO2 in die Luft bläst, einfach auch weitermachen darf. Neuerdings hat in Deutschland die AfD das Thema für sich entdeckt. Alexander Gauland hat jetzt voller Stolz erklärt, dass der Widerstand gegen die Klimaschutzpolitik ein Alleinstellungsmerkmal seiner Partei sei. Und dann hat sich auf Facebook eine Gruppe gegründet mit Namen Friday for Hubraum. Ihr Ziel war das, mehr Leute hinter sich zu vereinigen als Friday for Future, also diejenigen, die für das Klima auf die Straße gehen. Wörtlich hieß es da, alle, die langsam den Klimaquatsch überhaben, sind hier gerne gesehen. Innerhalb kürzester Zeit kamen 400.000 Menschen zusammen in dieser Gruppe, haben erst so Bilder von schnellen Auto gepostet, das ging ja noch, aber dann fingen sie an, Hasskampagnen gegen Greta Thunberg zu starten und sogar Morddrohungen. Und mittlerweile wurde jetzt diese Gruppe eingefroren. Es gibt unglaublich viel Dummheit auf diesem Planeten. Und ich glaube, wenn Gott nicht seine schützende Hand über uns halten würde, hätten wir uns schon längst selbst ausgerottet. Allerdings darf uns das nicht davon abhalten, selber das zu tun, was wir tun können. Beten, regional und saisonal einkaufen, vorzugsweise Bio, Energie sparen, ein ökologisches Bewusstsein entwickeln, lieber weniger und dafür hochwertiger kaufen, sei es beim Essen oder bei anderen Dingen. Ich denke, das bewirkt mehr als irgendwelche Vorschriften von oben. Also wir brauchen Vorschriften, das geht nicht ohne, aber sie sind kein Allheilmittel. Was wir wirklich brauchen, ist eine Veränderung des Bewusstseins. Ich war letzte Woche in einem Jeansladen. Vor mir an der Kasse stand ein älterer Mann, so Mitte, Ende 70. Der hatte sich zwei Hosen gekauft und die Verkäuferin fragte ihn, ob er eine Tüte haben will. Und er fragte zurück, haben Sie Papiertüten? Nee, haben wir nicht. Ja, nee, dann klemme ich mir die Hosen lieber unter den Arm. Das hat mich bewegt, das fand ich toll. Das fand ich richtig gut, weil ich gespürt habe, dass immer mehr Menschen anfangen, über ihren Lebensstil nachzudenken. Und das gibt mir Hoffnung. Auch der für heute vorgesehene Predigttext ruft zu einem Bewusstseinswandel auf. Sein Verfasser, der Prophet Jesaja, lebte in einer komplett anderen Welt als wir. Rund 500 Jahre vor Christus.
Damals gab es noch nicht einmal 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten. Heute steuern wir auf die 8 Milliarden zu. Und das übrigens, obwohl alle 2 Sekunden ein Mensch auf der Welt an Hunger stirbt. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, das hat mich entsetzt, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung hat zum Leben lediglich eine Schale Reis am Tag. 100 Gramm Reis. Also nichts dazu, ne? Kein Fleisch, kein Gemüse. Lebt mal davon. Von einer Schale Reis am Tag. Das sind 36,5 Kilogramm im Jahr. Zum Vergleich, in der EU werden statistisch gesehen pro Einwohner und Jahr etwa 173 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Erntedank. Für Jesaja wäre das unvorstellbar. Der könnte sich wahrscheinlich nicht einmal unseren alltäglichen Lebensstil vorstellen. Das hätte es zu seiner Zeit wohl nur im Königshaus gegeben. Aber immerhin wurde man satt. Also die meisten. Denn was es zu seiner Zeit auch nicht gab, war ja ein funktionierendes Sozialsystem. Wer nicht arbeiten konnte, weil er krank war oder so, der konnte nicht einfach zum Amt gehen, sondern der war auf die Unterstützung anderer angewiesen. Und darum schreibt der Prophet im heutigen Predigttext sinngemäß: Mensch, bedenke, du bist reich beschenkt, also mach was draus. Danke Gott dafür, dass er dich versorgt, dass du jeden Tag satt wirst und ein Dach über den Kopf hast. Und dann bring diesen Dank praktisch zum Ausdruck, indem du diejenigen unterstützt, denen es schlecht geht. Bei Jesaja hört sich das so an. Ich lese aus Jesaja 58. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst, und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fiel. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Zeitlose Worte. Ich meine, Not haben wir ja auch in unserer Zeit noch mehr als genug, trotz unserer Sozialsysteme. Wir haben einsame Menschen, wir haben Kranke und wir haben Bedürftige. Und ich muss sagen, ich bin froh, auf dem Land zu leben, wo man sich noch umeinander kümmert. Erstmal alle ganz kräftig husten und dann ja, so unterdrücken bringt dann auch irgendwie nichts. Na, ich finde das toll, was so in unseren Dörfern an Gutem geschieht, was ich so mitbekomme. Dass Menschen sich gegenseitig besuchen, dass sie sich Essen vorbeibringen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass da, wo das passiert, Gott sein eigenes Erntedankfest feiert. Weil das sind die Früchte, die er sehen möchte. Menschen, die nicht nur an sich selber denken, sondern auch das Wohlergehen der anderen im Blick haben. Und das nicht, weil sie sich da irgendwie einen Vorteil von erhoffen, sondern einfach, weil es richtig ist. Das ist ihnen Lohn genug. Es fühlt sich einfach gut an, das Richtige zu tun. Ökologisch sinnvoll zu leben, seinem Nächsten zu helfen, niemanden zu unterdrücken oder schlecht über ihn zu reden. Und der Prophet verspricht, gerade weil du dabei nicht auf Belohnung aus bist, wird Gott dich segnen. Es wird dir nicht gelingen, Gott zu deinem Schuldner zu machen. Sondern er wird dir deinen Einsatz mit Segen vergelten.
Das ist ganz menschlich gedacht. Also ich meine mal, wen würdest du lieber unterstützen, wenn er in Not ist? Einen netten, hilfsbereiten Menschen, der sich immer für andere einsetzt, oder so einem arroganten Egoisten, der sich nur um sich selber kümmert? Wem würdest du lieber helfen? Eben, sagt Jesaja, und Gott denkt genauso. Der empfindet das ganz genauso. Und das bedeutet, praktische Liebe, die wir jemandem schenken, geht nicht verloren. In der einen oder anderen Form wird sie auf uns zurückkommen. Für das Böse gilt es übrigens auch. Also was wir sehen, werden wir irgendwann auch ernten. Deswegen ist es eine gute Idee, sich immer wieder bewusst für das Gute zu entscheiden. Da ist ein Bauer, der hat auf seinen Feldern große Mengen von hervorragendem Mais angebaut, und jedes Jahr hat er einen staatlichen Wettbewerb gewonnen für das beste Saatgut der Umgebung. Und jetzt kommt ein Reporter und versucht herauszufinden, was sein Geheimnis ist. Er interviewt diesen Bauer und er sagt: Ich habe einen ganz einfachen Trick. Ich verschenke immer das Saatgut an meine Nachbarn. Sagt der Reporter: Hä? Wie kannst du das machen? Wie kannst du deine Konkurrenten unterstützen? Ach, sagt der Bauer, das ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Der Wind nimmt die Pollen auf und verteilt sie von Feld zu Feld. Und wenn meine Nachbarn schlechten Mais haben, dann kommt das zu Kreuzungen, die Qualität von meinem Mais auch verschlechtern. Also wenn ich guten Mais anbauen will, muss ich meinen Nachbarn helfen. Das ist eine vernünftige Einstellung, die sich auf viele Lebensbereiche übertragen lässt. Da, wo wir anderen Gutes tun, wird es uns selbst früher oder später zum Segen. Jesus hat das auf eine verblüffend einfache Formel gebracht. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Würden alle danach leben, wäre diese Welt ein Paradies. Ist sie aber nicht. Darum braucht es in dieser Welt immer wieder auch ein paar Leute, die mit gutem Beispiel vorangehen, die sich engagieren, auch wenn andere sie dafür auslachen, die sich selbstlos für andere einsetzen, auch wenn um sie herum der Egoismus regiert. Einfach, weil es gut und weil es richtig ist. Und weil sie wissen, dass Gott dabei hinter ihnen steht. Ohne dieses Wissen wäre es furchtbar. Wenn wir versuchen wollten, dass die ganze Last der Welt nur mit unserer eigenen Kraft zu tragen, dann würde sie uns früher oder später erdrücken. Aber wenn wir lernen, unsere Sorgen auf ihn zu werfen und von ihm her unsere Kraft zu beziehen, dann können wir Gutes bewirken. Gott hat ein wunderbares Ziel für uns. Hören wir noch mal hin. Der Prophet sagt: Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Der Mann hat in der Wüste gelebt. Also nicht so. Für den war Wasser was extrem Kostbares. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Also Gott will durch uns anderen Menschen Gutes tun. Er will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist sein Ziel für dein Leben. Also nicht wir müssen es machen, aus eigener Kraft, aus Krampf, aus moralischen Gründen, sondern er wird es tun. Nicht wir müssen die Welt retten, er wird es tun. Unsere Aufgabe ist es, nur auf ihn zu hören und seine Werkzeuge zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich bin überzeugt davon, das wird diese Welt verändern. Amen. Brich mit den Hungrigen.